Alter, was geht ab, Leute, Junge? Direkt mal ein 100er, genau das, was wir heute vorhaben. Und zwar bin ich auf dem Weg zur Uni, aber davor muss ich den erstmal fangen. Moment. Davor wollte ich was abchecken für euch, und zwar habt ihr wahrscheinlich schon gehört, dass Niantic ein paar Sachen vorhat, ein paar krasse Sachen. Und darunter gehört auch Wetter und so. Das wird, glaube ich, ziemlich geil. Und auch Tageszeiten und sowas, Sonnenuntergang. Aber was jetzt schon mit dabei ist, ist, dass es nachtaktive Pokémon gibt. Gibt es verschiedene. Natürlich Hoothoot, Noctu, dann Mauzi, Mirapla, Sterndu, natürlich Klamurks und sowas. Aber der einzige wichtige, interessante ist Hundester. Und hier die Straße runter bei mir ist halt ein Hundester-Nest. Das checken wir mal ab. Ist aber komisch, ab und zu sehe ich 3, 4, 5. Ab und zu sehe ich gar keine. Hier ist schon mal noch einer. Gerade einen überraschend gefunden. Da hinten ist noch einer. Ist eigentlich ziemlich weit weg. Werden wir eine Runde drehen, dahinter. Dann wieder zurück. Und dann werden wir heute Nacht nochmal vorbeischauen. Und dann werden wir es vergleichen, wie viel wir heute jetzt gefangen haben und dann später in der Nacht. Auf dem Weg nach Britannia City. Wir sind ein Team und wir trainieren für den Sieg. Unendlich viele Tage schon. Wir sind angekommen bei so einem kleinen Skatepark. Das zweite Hundester, das angezeigt wurde. Direkt wieder Ananas. Danach schauen wir mal auf die Map, wie viele noch hier sind. Da hinten sind auch zwei Weihnachts-Pikachus, also nicht Weihnachts-Pikachus, Fest-Pikachus mit der Mütze. Seit heute, also seit gestern, erhöht das Spawn. Also am ersten Tag waren die ja noch richtig selten. Da waren halt nur die normalen Pikachus mit erhöhtem Spawn. Jetzt schauen wir mal auf Ding, auf die Map. Wie ihr sehen könnt, das war das letzte Hundester, aber da links dann sind 3, 4, 5 Weihnachts-Pikachus, ich meine Fest-Pikachus. Ein paar von denen können wir uns holen, dann drehen wir die Runde zurück und dann ab in die Uni und dann schauen wir heute Abend nochmal vorbei. So, zu Hause angekommen. Wie ihr sehen könnt, ist schon dunkel. Was gegessen und ich habe hier jetzt eine blaue Arena entdeckt. Das geht gar nicht. Hab hier in letzter Zeit das Gebiet aufgebaut, bisschen gelb gemacht. Hab mir ein paar von den gelben Anführern genommen. Wie ihr sehen könnt, hier alles gelb. Da hinten ist noch eine, die sieht man jetzt hier nicht. Die war auch 10 gelb, ist heute zerstört worden von denen hier, von den blauen hier. Halb so wild, weil ich nicht drin war. Also ich war irgendwann mal drin, als ich es am Anfang aufgebaut habe. Dann aus dem Nichts kamen die ganzen Gelben, keine Ahnung woher, aus ganz München, sind jetzt hierher gekommen und haben mich langsam rausgefiltert. Also finde ich es eigentlich ganz gut, dass die Arena zerstört wurde. Danke an die Blauen, aber trotzdem werde ich euch jetzt zerstören und die Arena wieder gelb machen. Und danach checken wir mal wieder hinter zum Hundesternest. Wie ihr sehen könnt, hier schon vermehrt Klamauks. Ich habe gerade auf die Map geschaut, da war nur einer da, aber ich hoffe, bis dahin werden dann noch mehr kommen. We'll be right back.
Ich glaube, ihr könnt was sehen. Da hinten seht ihr das vielleicht, die Allee-Anzeige. Da spawnen viele Dragons, heute auch eins gespawnt. Zwei Kumpels von mir haben zu sich den geholt. Ich hinterlasse mal ein Haltjager. Das haben wir das haben wir mal gefangen, wild. Genauso so, wie es ist. Ich habe es noch nicht gepusht. Werde ich vielleicht noch machen. Kann, will nichts Stärkeres hinterlassen, weil Tati demnächst auf Arena-Tour will. Machen wir eine kleine Tour. Was ich eigentlich immer mit Bargisch gemacht habe. Manchmal mit Tati. Da kann ich noch meine starken Pokémon gebrauchen. Und jetzt geht's zum Hundesternest. Schauen wir mal, ob ich einen Hundemon machen kann. Ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Es waren gerade 4 Klamoks angezeigt. Ein Hundester ist auch angezeigt jetzt. Und diese Weiterentwicklung von dem, der ist auch nachtaktiv. Genauso wie Nebula, Apollo, die Geister habe ich heute Morgen nicht erwähnt. Also wie ihr sehen könnt, scheint da was dran zu sein. Ich versuche jetzt das Hundester zu bekommen. Ist wieder sehr weit weg. Also was heißt sehr weit weg? Die Straße runter. Da ist er ja. Cracksire. Entwicklung von Felino. Felino nicht nachtaktiv, aber der schon. Ich glaube, ich habe den schon entwickelt. Müsste ich eigentlich schon. Und direkt abgewehrt. Setzen wir uns mal kurz. Falls ich ihn noch nicht gefangen habe. Okay, kann ich mich kurz setzen, während ich den fange. Oh, exzellent. Klasse Wurf. Und drin geblieben. Perfekt. Das ist das Hundeste, 6,45. Direkt Ananas. Hatte ich beim letzten Mal voll vergessen. Great, Ultraball, great. Müsste eigentlich easy drin sein. 6 Bonbons, 7, wenn ich ihn verschicke. Danach ist keiner mehr auf Sightings, check ich mal die Map ab. Nur Kramoks, ansonsten nur Ungeziefer. Also laut Map ist hier keiner mehr, was schade ist, weil doch noch einen zum Entwickeln. Aber was ich gesehen habe, laut Map ist mein Haltjager schon wieder tot. Und? Nee, das stimmt nicht. Sprich, die Map hat noch nicht aktualisiert. Philipp, was ist da los? Pokémon kommen sofort, werden sofort aktualisiert. Arena anscheinend nicht. Ich drehe jetzt eine Runde zurück, hoffentlich kommt einer. Ansonsten kann ich doch keinen Hundemon machen. So, das letzte Hundester hier. Einen Kollegen getroffen, den Manfred. Der wohnt auch hier in der Nähe. Auch auf Hundesterjagd mit seinen 3 Handys hier. Nicht schlecht. Sie hat mir irgendwas geschrieben mit Tilit. Irgendwas soll wieder da sein, was Großes. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Oh, ein Ei. Was hat er denn gemeint mit Tilit? Ich habe keine Ahnung, was er meint. Ich habe auch keine Ahnung, was er meint. Aber wie ihr sehen könnt, in der Nacht kommen ein paar nachtaktive Pokémon raus. Vor allem Kramoks. Abnormale Mengen von Kramoks gefangen. Habe ich gar nicht mal gezeigt. Ansonsten auf nachtaktive Spieler getroffen. Ist auch cool. Leider nicht vermehrt Hundester. Keine Ahnung, woran das lag. Aber Megablast und so. Also definitiv ein Unterschied in der Nacht. Ansonsten war es das eigentlich auch schon wieder. Hundemon kann ich jetzt machen. Spare ich mir aber noch auf die Entwicklung, weil es auch ein neuer Eintrag ist. Für ein mögliches Double XP Event, dann kriege ich doppelt so viele für die Entwicklung und für den Eintrag. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt uns random Videos ab, checkt unsere Facebook-Seite ab und vergesst nicht, Pokémon ist fürs Business.